Du siehst besorgt aus. Und ich sag dir auch warum. War doch klar. Naruto wird ihn nie verraten. Ich verstehe das nicht. Warum ist diese Freundschaft zu Sasuke für Naruto so wichtig? Sasuke hat ihn verletzt und hintergangen. Und trotzdem nimmt Naruto so viel für ihn auf sich. Sag mal, hast du den Auftrag, Naruto zu beobachten? Ja. Ich verstehe. Aber Naruto zu helfen und zu unterstützen gehört nicht zu deinen Pflichten. Du tust es, obwohl er auch nicht immer fair zu dir war, oder? Itachi hat sich das für Sasuke mal als Spiel überlegt. Hör auf, von meinem Bruder zu reden! No matter what, I will love you always. Du bist immer noch mein kleiner Bruder. Sorry, Sasuke. Das Leben ist das Kostbarste überhaupt. Das wirfst du nicht weg. Selbst wenn du leidest und Kummer hast. Positiv. Immerhin haben wir uns recht lange gegenseitig die Zeit vertrieben. War echt spaßig mit dir, Kleiner. Als ob Elle vor irgendetwas Angst haben könnte. Vor Monstern. Schätze ich. Es gibt allerdings viele verschiedene Arten von Monstern auf dieser Welt. Monster, die sich nicht zeigen und Ärger machen. Monster, die Kinder entführen. Monster, die Träume fressen. Monster, die Blut saugen. Und Monster, die immerzu lügen. Lügende Monster sind wirklich eine Plage. Diese Art von Monster ist viel gerissener als andere. Sie geben sich als Menschen aus, obwohl sie keinerlei Verständnis für das menschliche Herz haben. Obwohl sie noch nie hungrig waren, essen sie. Obwohl sie kein Interesse an Bildung haben, lernen sie. Obwohl sie nicht wissen, wie man liebt, suchen sie nach Freundschaft. Sollte ich je einem solchen Monster begegnen, dann würde es mich wahrscheinlich ohne zu zögern auffressen. Denn in Wahrheit bin ich dieses Monster. Yuji. Du bist sehr stark. Mach dir das zunutze und hilf anderen. Zumindest denen in deiner Nähe. Du musst natürlich nicht allen helfen, aber versuche es trotzdem. Und mach dir keinen Kopf, wenn man es dir nicht dankt. Versuche weiterhin so vielen wie möglich zu helfen. So werden viele Menschen bei dir sein, wenn du stirbst. Nimm dir bitte an mir kein Beispiel. Du beschäftigst dich zu viel damit, was war und was sein wird. Es gibt ein Sprichwort. Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur Gerüchte. Doch das Heute ist die Gegenwart. Und die zu erleben ist ein Geschenk. Aber endlich begriffen, dass man nicht immer nur weglaufen kann. Aber was willst du denn machen? Sei kein Dummkopf. Dummkopf? Ein Dummkopf? Aber mit dieser Eigenschaft kann ich hervorragend leben, also mache ich weiter. Ja, vielleicht. Ist für mich aber okay. Ich lass mich nicht von einem Kerl wie dir erpressen. Ich werde diesen Menschen hier helfen, klar? Das hat mir der Typ aus Konoha beigebracht. Und das war auch die Einstellung meines Vaters. Wenn wir immer tun, was die uns sagen, dann geben wir uns damit selbst auf. Die allergrößte Illusion auf dieser Welt ist die Illusion der Trennung, Aang. Dinge, die du für unabhängig voneinander und verschieden hältst, sind oftmals ein und dasselbe. Wir sind alle ein Volk, aber wir leben, als wären wir etwas ganz anderes. Dabei hängen wir alle zusammen. Alles ist irgendwie miteinander verbunden.